Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks und hier mit diesem wunderschönen Panzer und zwar der ISO 152, dem T8 TD der Russen und ja, gespielt von Monkgear, also an dieser Stelle natürlich auch ein herzliches Dankeschön für dieses Replay und das glaube ich darf ich schon verraten, er hat das Replay bzw. den Link betitelt als Replay of my life oder sowas, also von dem her können wir uns da bestimmt auf was Schönes erfreuen und beziehungsweise auf was Schönes hoffen. Er hat hier Bergpass als Karte und hat mit Matchmaking aber auf jeden Fall ein bisschen Pech, dass er hier in den 10er, 9er Gefecht, also im Low-Tier sozusagen angesiedelt ist. Die Teams selber sind aber recht ausgeglichen, also von dem her, da ist nichts, was man jetzt irgendwo bemängeln kann. Das Gegnerteam vielleicht mit dem etwas stärkeren Zug da unten, dem Einsatzzug, vom Clan HFV. Aber ansonsten, der Rest ist alles recht ausgeglichen. So, jetzt fahrt er hier Richtung Brücke und will diese wohl verteidigen. Ist natürlich gegen das Gegner-Lineup mit Heavies und Mediums ohne TD möglich. Da auch mal einfach mal sich dem zu widmen. Mal schauen, ob er hier eine Action bekommt. Wir wissen alle, wenn das Ding trifft, dann trifft es ordentlich. Sympathischer Klarname übrigens. Also ich weiß nicht, ob zwei Bier sein sollen. Aber wenn ja, zwei Bier finde ich auch gut. Nehme ich auch. Also wenn du in der Nähe bist, bring mal eins mit. Und noch eins, dann habe ich zwei Bier und du hast keins. Okay, der war schlecht. Sorry. So, er bekommt hier leider noch keine Action auf der Brücke. Eigentlich kurios, dass so gar keiner kommt. Aber er steht recht schön. Sieht man eigentlich ganz gut so an dieser Szene, dass er wirklich gerade das Rohr so um die Kurve bekommt. Aber jetzt wird es ihm wohl zu bunt. Jetzt denkt er sich, okay, da passiert nicht viel. Der rechts aber, da drüben, hat der N100 schon ganz starke Probleme, weil der ist da alleine. Es ist hier ein Schuss gerade reingeflogen auf den T71 vermutlich. Und der kann natürlich so aus dieser Richtung hier so dahergekommen sein. Oh, EN100 hat den Centurion aber ordentlich mal das Amorek gezogen. Leider können wir uns diesen Battle nur so aus der Vogelperspektive so ein bisschen anschauen. So, jetzt fahrt der die ISO dann doch mal. So, wir zoomen wieder ein bisschen ran. Wir sehen auch hier drüben ist brutale Action. Aber ISO macht jetzt einen cleveren Move. Das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. ISO fahrt jetzt zum Deffen, um den EN100 zu helfen. Muss man natürlich sagen, der Schritt ist definitiv mutig, weil, genau, jetzt ist der EN100 tot. Das heißt, die Gegner könnten definitiv so Richtung ISO fahren. Da ist zwar noch ein Patton. Aber die Bedjet und der T71, die sind hier nicht offensiv gepolt. Die klassischen Flames kommen natürlich auch. Ah, die Kanone ist einfach so riesig. So, da. Ach, 713 Schaden. T71 will nicht schießen. Da hat er Glück. Wurde jetzt vom Patton geholt. Ja, man sieht es ja ganz schön im Kampfverlauf. Badget ist jetzt vom T54 geholt worden. Und jetzt ist die Seite hier mehr oder minder fast schon tot. So, da werden dann auch wohl wahrscheinlich bald die Gegner aufgehen.
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. 4 zu 5. Oh, da kommt er schon. Oh, da prallt er ab. Ganz, ganz doofe Situation in dem Augenblick abzuprallen. Jetzt kriegt er aber die Unterstützung von oben. Lädt jetzt noch 3 Sekunden nach. Jetzt kommt er IS-3. Und jetzt ist er fertig. Vorne auf dem Weakspot. Schöner Hit. 823 Schaden. Nice gemacht. Und jetzt passiert was, was ich vermute, dass, warum das Spiel so gut wird für ihn. Der Gegner fährt nicht weiter, beziehungsweise sehr, sehr zaghaft. Dementsprechend kann er hier, genau, IS-3 jetzt rausnehmen. Die hätten schon viel früher, viel schneller rushen müssen. Aber gut, kann sie ja nicht ahnen. Jetzt haben sie den Patton für sich in Anführungszeichen wenigstens weggeholt. So, jetzt hat der aber auch nochmal einen bekommen. 5 zu 9 für den Gegner. Hier gibt es keine Verteidigung mehr für ihn. Keiner mehr, der sich in seine Richtung bewegt. So, STI hat ihn dann auch getroffen. Zack, weg ist er. E75 lebt da noch. Könnte tendenziell ein One-Shot sein. Muss es aber nicht, wie wir am T71 gesehen haben. Er selber... Oh, jetzt hat er nur noch 42 HP. Das heißt, der muss treffen. So, genau, alle Zeit der Welt, ganz langsam. Schöner Hit, schöner Hit. Und plötzlich steht es 11 zu 9. So, jetzt dreht er rum. Absolut richtig. Um seinem Team da zu helfen. Weil da sind die letzten Panzer überhaupt noch. 11 zu 10. Aber halt auch noch 2 starke Zehner beim Gegner. T34-2, gespielt von dem guten Spieler und eine Arti. Die Arti darf man auch nie unterschätzen. Weil wenn sie dann zuschlägt, schlägt sie immer unangenehm zu. Der E5-Part ist schon bei der Arti, ist schon im Cap-Kreis. Das heißt natürlich hier... Oh, T34-2. Da muss er jetzt ganz schnell... Ja, nice! Da hat er aber sich gerade noch rechtzeitig gedreht. Da war der T34-2, hat ihn, glaube ich, so gar nicht da auf der Agenda gehabt. Und plötzlich steht es 13 zu 12. So, jetzt wird der E50 da wahrscheinlich geholt von den anderen beiden. Der E5 wiederum im Cap. Na, jetzt ist der tot. E5 im Cap. Will es da wohl durchcappen? So, mal schauen, ob er da... Oh ja! Schöner Hit! Ja, da wird es auch schon geschrieben. Monk, you win this game, thank you. Da weiß man natürlich, wem er da zu danken hat. Hat einen wirklich sehr passablen Schaden gemacht. Jetzt ist nur noch die Frage, kriegt er noch den Krieger? Verdient hätte er sich definitiv. E100 wäre auch von der HP definitiv machbar. E5 cappt jetzt natürlich durch, ist aber auch verständlich, weil wenn jetzt wiederum hier die ISO geholt würde, dann könnte dann der E100... Oh, oh, da ist er! Da ist er weg! Da ist er weg! Da kriegt er den 6. Kill! Ja, nice! Da hat er sich den Krieger mehr als verdient. 5559 Schaden. ISO, absolut gut gespielt. Ich finde das schön, den Panzer auch mal zu sehen. Ich glaube, ich habe ihn noch nie gezeigt. Dementsprechend war es mehr als überfällig. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen. Und wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da. Ich freue mich wie immer sehr. Wünsche euch alles Gute und das Ergebnis seht ihr nun folgend.